Hallo zusammen! Ein neues Video hat ein paar Monate auf sich warten lassen, aber ich habe ja dieses Jahr auch schon ein paar Let's Plays gemacht. Ich tue ja auch ein paar Games zocken und da habe ich mir jetzt die neuesten Kopfhörer von PlayStation besorgt. Die sind heute angekommen, die tun wir uns jetzt mal anschauen, wie die so aussehen. Genau, PlayStation spiele ich, also besitze ich. Dann habe ich damit angefangen, seit meiner Kindheit, Jugend, wollen wir es mal so sagen. Ich habe ja mit der PlayStation 1 angefangen und jetzt eben bis zur PlayStation 5 hatte ich alle Konsolen. Und ja, noch nie wirklich eine richtige PlayStation-Kopfhörer, ne? Headset. So, und zwar ist das das Pulse Elite und soll so aussehen. Na, das PlayStation Pulse Elite. Genau, sozusagen das Nachfolgermodell des PlayStation Pulse. Was ich nicht habe, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es das überhaupt gab. So. Aber das habe ich jetzt mitbekommen mit diesem Pulse Elite. Das habe ich vorbestellt für, ich glaube, 140 Euro oder so. Ja. Und das packt man jetzt mal aus, wenn ich das hinkriege, ohne es kaputt zu machen. Wie? Ah, an der Seite. Ja, da stellt man sich wie ein Dulli an. Joa, ich will es mal so sagen, die Hälfte ist kaputt. Okay, ja, gut verpackt, will ich mal so sagen, ne? Okay, geht das hier noch irgendwie raus? Kann sein, dass ich das alles ein bisschen vorspule, dann das. Okay. Es hat nicht sollen sein. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das. In irgendeiner Form. Was haben die gemacht? Okay. Also, ich habe keine Ahnung. Also, hier ist jetzt der Karton. Okay, Deckel ist auch ab. Und da ist es drin. Da sind jetzt die Kopfhörer drin. Ich schmeiß einfach hier alles runter. So, das hier dürfte irgendwie so der Adapter sein oder der Empfänger, der Sensor, irgendwas habe ich gelesen. So, dann haben wir hier die Kopfhörer. Hier sind die Kopfhörer, die packe ich jetzt. Ja, das ist Pappe. Genau, die schauen wir uns mal an. Also, die sehen so aus. Hier unten mit Mikrofon. Genau. Ja. Sind relativ schwer, wie ich finde. Hier ist noch so ein Schutz dran. Hier ist noch ein Schutz. Der kommt noch ab. Auf der anderen Seite auch. Genau. Dann sieht das so von der Seite aus. Genau. Ja, etwas, ja, die sehen jetzt ein bisschen anders aus wie so gewöhnliche Kopfhörer. Ja. Ist das das Mikrofon oder kommt das erst noch dran? Ich muss mal gucken, was noch so dabei ist. Was haben wir denn hier noch so? Die Gebrauchsanweisung.
Oder nee, Safety Guide steht drauf. Aber wir haben auf jeden Fall hier noch ein Kabel versteckt. Das. Wie soll man diese Sachen rauskriegen? Okay, entweder fällt es von alleine auseinander oder man bekommt es überhaupt nicht auseinander. Ernsthaft. Also. Hier ist ein Kabel. Ein USB-Kabel mit, oh Gott, was ist das andere für ein Anschluss? Das ist auf jeden Fall der andere Anschluss. Na, und hier haben wir halt so einen normalen USB-Anschluss. Genau. Zum Laden der Kopfhörer dann höchstwahrscheinlich. No. Was haben wir hier? Was ist das? Irgendwie zum Festmachen? Keine Ahnung. Müssen wir dann herausfinden. So, dann haben wir hier noch was. Also wenn ich die Kopfhörer dann getestet habe, dann kann ich ja in den Kommentaren mal schreiben, wie sie mir gefallen. Na, also schaut dann gerne in die Kommentarsektion rein, falls ich da einen Kommentar hinterlassen habe. So, dann haben wir... Okay. Ist das eine Charging Station irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier an der Seite von den Lautsprechern, von den Lautsprechern, von den Kopfhörern, hier unten einen Anschluss und Knöpfe. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht so ein bisschen, ne? Da. Genau. Und auf der anderen Seite ist auch irgendwas abgebildet, was man drücken kann. Hier auf der Seite. Da ist auch irgendwie so ein Knopf. Ja. Puh, okay. Hier gibt es noch eine kleine Anleitung. Okay, zum Montieren irgendwie. Ach, das ist zum Montieren hier, dieser. Da kannst du irgendwie mit einer Schraube... das festmachen und dann das dran machen und dann kannst du den irgendwie so aufhängen. Ja, ich zeige euch mal die Anleitung. Ja, also irgendwie an die Wand schrauben und dann das Ding dran hängen und dann kannst du die Kopfhörer an dann irgendwie. Ach so. Hier oben, das sehe ich jetzt erst, hier oben, weiß nicht, ob man das sieht, aber hier oben sind ist auch so ein Anschluss, so ein ganz komischer Anschluss, der dann sozusagen hierzu passt. Ja. Ja, kann man dann hier so reinklicken irgendwie, keine Ahnung. Also wenn man das dann vielleicht hier hinten... keine Ahnung, irgendwie so dran schraubt, keine Ahnung, dann hält das vielleicht so. Ja, ansonsten, wer ist das jetzt? Weiteres Zubehör ist jetzt hier nicht dabei. Ich muss einfach mal austesten, wie das funktioniert, wie die sich anfühlen. Also der Schaumstoff ist auf jeden Fall schon mal sehr weich. Das ist schön. Ja, aussehen. Ich setze mal kurz auf. Ich setze mal. Ja, also so würde das dann schlussendlich aussehen. Die Ohren passen wunderbar rein. Ja, vom Tragekomfort muss ich mal schauen, ob die vielleicht zu schwer sind oder nicht. Aber ansonsten sind die schön weich. Die Ohren passen wunderbar rein, da tut also nichts drücken. Das ist auch hier oben sehr, sehr weich, sehr, sehr elastisch. Ja, optisch halt auch mal etwas anderes. Und ja,
Müssen wir da mal schauen, wie das mit der Soundqualität dann ist. Ja. Ich habe ja bisher die Kopfhörer immer über den Fernseher gekoppelt und die werden wir dann direkt mit der PlayStation koppeln. So, mal gucken, wie das dann sein wird, wie das sich anhört und so weiter und so fort. So, das wär's jetzt zum Unboxing der neuen PlayStation, wie heißen sie? Pulse Elite, genau. PlayStation Pulse Elite Kopfhörer von Sony, genau. Und da bedanke ich mich fürs Zusehen und bis auf ein neues Video. Keine Ahnung, wann es kommen wird, ob es ein Review wird, ob es ein Let's Play Stream wird. Wir werden sehen. Also, bis dann. Das sind sie. Ciao.